Wir grüßen euch herzlich aus Uganda zu dieser Osterzeit und vertrauen, dass ihr auch eine starke Erwartungshaltung habt, dass wirklich die Welt in eine neue Dimension durchbricht und aufersteht. Und so möchte ich heute zu euch sprechen über ein Lieblingsthema Gottes, glaube ich. Denn die Bibel fängt damit an, er hat Adam und Eva geschaffen, das war der Grundstein der Ehe. Und dann das erste Wunder, das hat er auch bei einer Hochzeit vollbracht, bei der Hochzeit zu Kanaan, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Und dann am Ende der Bibel steht, dass eben der Geist und die Braut sprechen, komm. Und ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit, wo der Heilige Geist wirklich seine Braut zusammenruft. Und ich glaube, dass dieses gesamte Universum geschaffen wurde, damit Gott eine Braut für seinen Sohn bekommt, für Jesus Christus. Eine Braut, die ganz ihm gehört, die ganz auf ihn ausgerichtet ist. Und da möchte ich euch jetzt heute eine jüdische Liebesgeschichte vorlesen, so wie es wirklich war und zum Teil auch noch ist in Israel. Aber das Wort in den Tagen Jesus. Da waren die Heiratsbräuche etwas anders noch. Der junge Mann kam mit einem Heiratsantrag, mit einem Bündnis zur auserwählten Braut, die sie dann beide unterschrieben haben, den Heiratsantrag. Es war auch ein Brautpreis zu bezahlen, den der Bräutigam zu zahlen hatte. Der Vater der Braut bekam diesen Brautpreis. Und beim Abschluss des Vertrages trank der Bräutigam ein Glas Wein mit der Braut. Und dieses Glas Wein war bereits die Versiegelung des Vertrages. Das galt schon bereits wie eine Ehe. Und wenn man so eine Verlobung auflösen wollte, hat es dann eine echte Scheidung gebraucht. Und dann ging der Bräutigam fort. Er sagte zu seiner Braut, ich gehe, um einen Platz für dich vorzubereiten. Und er kehrte in das Haus seines Vaters zurück. Dort fing er an, die Brautkammer zu bauen, ein kleines Nest, wo das Paar die Flitterwochen verbringen wird. Und inzwischen wartete die Braut zu Hause. Sie war ja bereits zu einem teuren Preis erkauft. Und sie gehörte bereits ihrem Bräutigam und wartete auf sein Kommen, um sie zu holen. Sie wartete Tag und Nacht, denn sie war ihm treu. Sie trug auch einen Schleier, wenn sie aus dem Haus ging, damit kein anderer Mann versuchen sollte, mit ihr einen Vertrag abzuschließen. Und in dieser Wartezeit war die Braut besonders auf Reinheit und Demut bedacht. Und ich glaube, wir sind in dieser Wartezeit. Der Bräutigam, Jesus Christus, hat den Brautpreis schon bezahlt mit seinem Blut am Kreuz. Er hat uns teuer erkauft. Und er ging zurück zum Vater. Und er bereitet dort ein Zuhause vor für uns. Und wir sind jetzt in dieser Wartezeit, wo wir uns ganz dem Bräutigam widmen sollten, ganz dem Bräutigam mit großer Erwartung entgegenschauen und besonders bedacht sind auf Reinheit und auf Treue. Also, zu Hause hielt sie eine brennende Öllampe immer bereit mit genügend Ölvorrat, da der Bräutigam auch in der Nacht kommen konnte. Und sie war bereit, jederzeit mit ihm zu gehen, auch um Mitternacht. Das war übrigens die Absicht. Der Bräutigam versuchte die Braut in einer unerwarteten Stunde zu überraschen. Alle jüdischen Bräute wurden gestohlen und in dieser Romantik fanden viele richtigen Spaß. Und wir haben das auch heute noch in der Tiroler Tradition, dass sie die Braut gerne stehlen möchten. Da muss man furchtbar aufpassen. Und im Haus des Bräutigams wurde mit Hochdruck gebaut. Der Bräutigam versuchte so schnell wie möglich zu sein, er wollte so schnell wie möglich sein. Und er benötigte dazu die Zustimmung des Vaters zum Brautgemach. Der Vater wurde zu Rate gezogen, auch bei der Festsetzung des Brautpreises. Auch Jesus hat zum Vater gesagt, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er fand den Brautpreis sehr hoch. Es kostete ihm alles.
Und weil also der Bräutigam gefragt wurde in dem Jahr, wann ist denn der große Tag, dann war seine Antwort, nur mein Vater kennt die Stunde. Und auch heute kennt niemand die Stunde, wenn der Bräutigam kommt, aber wir können an den Zeichen erkennen, dass die Zeit reif ist. Endlich kam dann der große Tag und der Bräutigam machte sich mit seinen Freunden auf, um die Braut zu stehlen. Es gab aber gewisse Regeln dafür. Er konnte nicht ins Haus stürzen und sie holen ohne Warnung. Er musste einen Schrei ausstoßen. Die Trompete. Jemand von seinen Leuten rief, der Bräutigam kommt, um die Braut zu warnen. Wenn sie diesen Schrei hörte, war sie so viel wie verheiratet. Sie und ihre Brautjungfern richteten schnell ihre Lampen her und machten sich auf den Weg. Der Vater der Braut und ihre Brüder schauten nur kurz, um sicher zu sein, dass es der Bräutigam ist, der auch den Brautpreis bezahlt hatte. Ansonsten verlief alles sehr rasch. Die Braut wurde auf schnellstem Weg in das Brautgemach geführt und dort verschlossen beide die Türe. Die Hochzeitsgäste, die Freunde des Vaters des Bräutigams waren bereits versammelt. Aber das Fest begann erst, wenn die Ehe im Brautgemach vollzogen war. Der Zeuge des Bräutigams stand nahe der Tür und wartete auf die Stimme des Bräutigams, um zu hören, dass die Ehe offiziell vollzogen ist. Dann wurde 7 Tage lang gefeiert. Alle wollten am Ende der Woche gegenwärtig sein, denn da kamen die Braut und der Bräutigam aus der Brautkammer. Und dann gab es ein großes Hochzeitsmahl. Viele von euch, die ihr das Wort Gottes gut kennt, habt jetzt schon erkannt, dass Jesus jeden Teil erfüllt hat. Er war ja ein jüdischer Bräutigam, der kam, um sich eine Braut zu holen. Er erfüllte das Gesetz seines Volkes bis zum kleinsten Buchstaben. Jesus kam mit einem Vertrag, dem Neuen Bund oder dem Neuen Testament, den er uns in Jeremia 31, 31 bis 34 und Hebräer 8, 8 bis 12 ankündigte. In Jeremia 31 lesen wir, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und es ihnen ins Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Da wird keiner mehr den anderen, keiner mehr den Bruder belehren und sprechen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen, klein und groß, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld verzeihen und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Im Hebräerbrief 8, 8 bis 12 heißt es, dies nämlich ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenem Tag schließen will, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn legen und sie ihnen ins Herz schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Denn ich werde gegen ihre Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Es war ein sehr vorteilhafter Vertrag für die Braut. Er sagt nämlich, dass alle ihre Sünden vergessen und vergeben sind. Diesen vorteilhaften Vertrag haben wir mit unserem Bräutigam. Er hat alles bezahlt. Gott hatte nämlich vorher schwierige Zeiten mit seinem Weib Israel durchgemacht. Sie war eine Ehebrecherin, das lesen wir in Hosea. Aber er tat, was kein Mann tat. Er kam mit einem neuen Vertrag zur gleichen Braut. Wirklich so vergebend ist unser Gott. Gott unterzeichnete den Vertrag mit Blut. Zuerst die ganzen Blutsopfer des Alten Testaments deuten darauf hin. Jesus kam mit seinem eigenen Blut, diesen Bund zu versiegeln. Er trank den Kelch mit seiner Braut. Das ist das Blut des neuen Bundes, vergossen zur Vergebung der Sünden. Das lesen wir in Matthäus 26, 28. Und Jesus fand den Brautpreis sehr hoch. Er sagte sogar zu seinem Vater in Lukas 22, 42, Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er gehorchte dem Vater und bezahlte den hohen Preis für seine Braut am Kreuz. Und Jesus sagt uns auch im Johannes 14, 2 bis 4, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, würde ich euch dann gesagt haben, dass ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin, um euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und nur der Vater weiß die Stunde seiner Wiederkunft, aber wir warten auf ihn in Reinheit und Geduld. Denn wir wurden mit einem großen Preis erkauft. Und im 1. Korinther 6 steht, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Dirne anhängt, ein Leib mit ihr
sein wird. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Fliehet die Unzucht. Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, ist außer dem Leibe. Der Unzüchtige aber sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst angehört, denn ihr seid teuer erkauft worden? So verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und ihr Lieben, der Herr wird beim Erschallen der Posaune zurückkommen, wie in Jericho. Und diese Posaune wird unsere Freiheit ankündigen. Wir alle warten noch auf unseren Bräutigam und wir hören, wir haben weit offene Ohren, um diese Posaune zu hören. Wir haben Öl in unseren Lampen. Ich vertraue, jeder von euch hat Öl in seiner Lampe. Das heißt, der Heilige Geist ist wirksam in dir. Er hat das Sagen. Und wir werden auch mitten in der Nacht bereit sein, mit ihm zu gehen. Wir haben auch unseren Schleier. Niemand um uns herum versteht, welchen Bund wir eingegangen sind. Und dass wir schon jemandem versprochen sind. Die Ungläubigen verstehen das überhaupt nicht. Sie versuchen mit uns Bündnisse einzugehen, die sich mit dem Bündnis mit unserem Bräutigam nicht vereinbaren lassen. Aber wenn wir von der Hochzeit des Lammes zurückkommen, werden sie uns erkennen. Wenn die Braut aus dem Hochzeitsgemach herauskommt, dann trägt sie keinen Schleier mehr und jeder kann sie gut sehen. Wenn der Bräutigam uns holen kommt, dann kommen wir zuerst vor den Richterstuhl Christi im Himmel. In 2. Korinther 5,10 lesen wir, denn wir alle müssen vor den Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, je nachdem er im Leibe gehandelt hat, es sei gut oder böse. Wie ist es in einer Flitterwoche? Die Hochzeitsnacht ist die Zeit, wo der Bräutigam den Schleier hebt und die Geheimnisse erfährt. Jesus möchte die Werke prüfen, die wir in ihm getan haben, und uns dafür belohnen. Wenn wir ganz als seine Braut geheiligt sind, dann wird er das seinen Freunden kundtun. Darum hat Johannes der Täufer gesagt zu den Pharisäern, das lesen wir in Johannes 3, 28 und 29, ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, freut sich sehr, dass er die Stimme des Bräutigams hört. Diese meine Freude nun hat sich erfüllt. Ihr Lieben, ich glaube, es gibt jetzt einfach für uns alle eine Vorfreude, dass das Kommen Jesus sehr nahe ist. Sehr nahe. Und mit jeder Kommunion bezeugen wir das Bündnis zwischen Braut und Bräutigam. Und während er uns seine Liebe und Hingabe schenkt als Braut, erneuern wir auch unsere Liebe und Hingabe an ihn und bekennen die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, im Reich der Dunkelheit und auch die Sklaverei der Selbstbezogenheit und bekennen die Freiheit seiner Liebe und seiner Vergebung. Und so möchte ich jeden von euch ermutigen, dass ihr euch vorbereitet auf das Kommen des Herrn Jesus Christus. Ich glaube, natürlich ist es auch logisch zu erklären, wir sind näher diesem Kommen denn je. Und alle Zeichen deuten darauf hin, dass sein Kommen sehr nahe ist. Ich habe sogar Freunde, die haben schon Träume gehabt, dass im Himmel alle Geräte für das Hochzeitsmahl geputzt werden und alles schon glänzt und die Hochzeitskutschen schon bereit sind. Und auch in Israel ist alles schon vorbereitet für den neuen Tempel. Alles ist, es kann riesig schnell gehen. Und da würde ich dir sehr raten, lass den Heiligen Geist dein Herz durchforschen. Gehörst du hundertprozentig Jesus, denn es kommt für die Braut, die ihm ganz gehört. Ist dir ein halber Christ, ist ein ganzer Mist. Wie steht es in deinem Herzen? Ist dein ganzes Herz ausgerichtet auf deinen Bräutigam, Jesus Christus? Oder hast du noch viele andere Interessen in deinem Leben? Mach dein Leben rein mit Gott. Lass ihn dein Herz erforschen und kehre um. Und gib ihm dein Herz hundertprozentig. Und er hat bereits sein Herz dir hundertprozentig zugewandt. Aber du wirst es erst erleben in dieser Einheit mit ihm,
wenn du ihm ganz gehörst. Meine liebste Predigt auf Luganda ist Chikumi Kuchikumi, das heißt hundertprozentig. Bist du ein Hundertprozenter? Komm und lass dich vom Herrn durchforschen. Lass dich vom Herrn durchleuchten und gib ihm dein Herz hundertprozentig. Du wirst sehen, du wirst eine Freude und einen Frieden erleben, wie du es auf dieser Welt noch nie erfahren hast. Ich bete um diese Demut, dass du dich dem Herrn offenbarst und sagst, oh, durchforsche mein Herz und zeig mir, ob da noch Wege der Pein sind, wo da noch Lüge ist, wo da noch Feigheit ist, wo da noch einfach etwas ist, was mit dem Reich Gottes nicht vereinbar ist. Und gib ihm alles und lass ihn einziehen in seiner ganzen Liebe und seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Schönheit. Du wirst es nicht bereuen. Shalom, Shalom.